Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es haben sich sehr, sehr viele Leute gewünscht, dass ich mal einen Anfängerguide mache zur AFK Arena. Ich habe da vor einem halben Jahr ungefähr schon mal ein Video zu gemacht, aber es verändern sich immer wieder Dinge in AFK Arena, es kommen immer neue Dinge hinzu. Deswegen würde ich sagen, ich mache das Ganze nochmal von neu, denn es haben sich, wie gesagt, sehr, sehr viele gewünscht und ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach mal so. Wir gehen hier einmal von links nach rechts und schauen uns hier einfach mal alle Punkte an und ich erkläre euch auf jeden Fall einige Dinge dazu und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem Hotel und das Hotel ist auf jeden Fall wichtig. Selbst wenn ihr noch keinen aufgestiegenen Helden habt, geht aufs Hotel drauf und klickt auf Freund besuchen, denn ihr habt hier dreimal pro Tag die Möglichkeit, Geschenke euch einzusammeln. Hier sind zum Beispiel ja 1500 Gold drin, 100 Diamanten sind zum Beispiel auch am Start. Jetzt, ich hatte hier ein bisschen Glück, habe 200 Diamanten rausbekommen, ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Dann auch hier bei der Werkstatt würde ich euch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, dass ihr auf eure Wunschliste achtet, selbst wenn ihr erst 1, 2, 3, 4, 5 aufgestiegene Helden habt, so wie ich, dass ihr schon mal guckt, jo, welchen Helden könnte ich schon mal in Zukunft gebrauchen, welchen könnte ich hier reinpacken. Ihr könnt das Ganze hier auf jeden Fall immer ändern. Ich denke mal, so wie ich das gemacht habe mit Talene, Merlin 1, ihr könntet eventuell noch Afa reintun, also generell dimensionale Helden kann ich euch empfehlen, dort reinzupacken. Worauf ihr noch achten solltet, falls ihr das Hotel hier irgendwann voll habt, könnt ihr einfach auf Verwalten drücken und euch dann hier das nächste Hotel für 300 von den Diamanten kaufen. Zu der Gilde gibt es jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen. Wir haben eine Gildenjagd, das Ganze können wir täglich machen. Ab einem gewissen VIP-Level könnt ihr das Ganze hier mit einem Schnellkampf machen. Ich würde euch dennoch empfehlen, falls ihr noch frisch seid, irgendwie so alle ein bis zwei Wochen das Ganze mal immer neu herauszufordern, da ihr halt euer Level immer weiter hochlevelt und ihr damit einfach mehr Damage macht. Dann bekommt ihr mehr Münzen, mehr Diamanten eventuell, weil ihr mehr Kisten erreicht, mehr Gildenmünzen und so weiter. Dann haben wir hier das verdrehte Reich. Ich glaube, das habt ihr zum Anfang hin auch noch nicht direkt freigeschaltet. Kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen. Bekommt ihr auf jeden Fall immer nice Belohnungen, unter anderem zum Beispiel hier, wenn wir auf die Bibliothek gehen für den Elder Tree, bekommt ihr hier zum Beispiel die Belohnungen, um hier eure ganzen einzelnen Klassen zu leveln. Dann hier zu Feld der Sterne kann ich euch eigentlich auch nicht viel sagen. Ja, falls da was frei ist, würde ich euch auf jeden Fall direkt empfehlen, das weiter zu entwickeln. Das Einzige, was ihr vernachlässigen könntet, wäre das mit den monatlichen Verwendungen für den Heldenwahlpaket. Falls ihr da jetzt zum Beispiel nichts drinne ziehen solltet und zwar einfach nur die normalen Schriftrollen ziehen solltet, dann könnt ihr das vernachlässigen. Würde ich euch aber auch natürlich trotzdem empfehlen, weiterzumachen. Genauso ist es hier bei diesen ganzen Heldengeschichten. Also auch hier immer irgendwelche Helden einfügen. Ich befinde mich jetzt gerade auf dem Test-Server-Account, deswegen habe ich das jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Dann gehen wir zum Tempel des Aufstiegs und für mich eine wichtige Sache und zwar achtet auf jeden Fall darauf, ich denke mal, ihr wisst es ja alle, hier könnt ihr eure Helden aufsteigen lassen. Achtet aber bitte darauf, dass wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier auf Porträts gehen, ihr nur Helden der Legendärstufe Helden aufsteigen lässt. Also nicht irgendwelche aufgestiegenen Helden, weil die braucht ihr alle später. Okay, es gibt vielleicht ein, zwei Helden, die ein bisschen crap sind, wie so ein Oscar oder wie ein Rigby. Aber dennoch würde ich euch nur empfehlen, nur Legendärstufenhelden zu verkraften, also nur diese, ich weiß gar nicht, 13 Helden sind das, glaube ich. Ansonsten bitte keinen von den anderen Helden verkraften. Ansonsten kann ich euch jetzt nicht wirklich viel noch zu dem Tempel des Aufstiegs sagen. Resonisierender Kristall erklärt sich eigentlich von alleine. Wenn ihr Level 240 erreicht habt, dann könnt ihr eure Helden hier drin leveln. Falls ihr das Ganze noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr einfach nur hier ein paar Helden einfügen. Diese werden dann an den untersten Level des Heldens hier angepasst. Also sagen wir mal, ihr habt jetzt hier vier Helden mit Level 200 und ein Level mit 180. Damit der Held, den ihr hier einfügt, auf jeden Fall auf Level 180 gepusht. Wand der Legenden erklärt sich eigentlich auch von alleine. Ihr könnt hier mal nachschauen, wo befinden sich gerade andere Spieler. Und wenn gewisse Spieler ja einen gewissen Punkt erreicht haben, dann könnt ihr euch hier eine kleine Belohnung abholen. Mit 50 Diamanten ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Klapprige Karre erklärt sich eigentlich auch von alleine. Falls ihr Helden drin habt, die ihr unnötig gelevelt habt, könnt ihr das Ganze einmal zurücksetzen. Und dann haben wir hier die noble Taverne. Eigentlich auch relativ simpel. Hier könnt ihr Helden ziehen. Sterndeutungsraum schaltet ihr ab Kapitel 15 frei. Dann wird es jetzt ein bisschen interessanter und zwar den Shop. Und zwar würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, immer den Staub zu kaufen. Die Hotelmünzen würde ich euch auch empfehlen. Die Lila-Embleme müsst ihr euch jetzt nicht kaufen. Falls ihr die im Überschuss habt, würde ich euch aber auch empfehlen. Und vor allem die goldenen Embleme sind auf jeden Fall auch mega, mega wichtig. Was ihr auch machen könnt, hier haben wir die 5 Lila-Steine für 90 Diamanten, kann man auch kaufen. Denn wenn ihr dann 60 Diamanten zusammen habt, kostet das Ganze 1000 Diamanten insgesamt. Kann man machen, muss man aber nicht. Hier oben haben wir dann zum Beispiel die neuen Embleme, die ganzen Splitter hier für die Glyphen.
Ist jetzt gerade alles frisch draußen, deswegen kann ich euch nicht sagen, wie krass das Ganze lohnt, weil ich da noch nicht einen einzigen Helden gelevelt habe, weil ich die alle nur auf aufgestiegen gemacht habe und nicht mit einem Stern. Wusste ich halt vorher nicht. Aber ich denke mal, ihr macht jetzt auch nichts verkehrt, wenn ihr euch das Ganze hier dann einmal kauft. Das ist dann ja hier die Seite gewesen. Gipfel der Zeit, Reise der Wunde, kann ich euch auch nur sagen, spielt und versucht da einfach weiterzukommen. Tipps gibt es jetzt hier nicht wirklich welche. Königsturm haben wir hier auch 4 Fraktionen mit dem Königsturm. Falls ihr dann Kapitel 29, 60, glaube ich, abgeschlossen habt, habt ihr dann noch hier den himmlischen und den Unterweltlerturm. Die besten Formationen hierfür habe ich extra mal ein Video zugemacht, also könnt ihr das gerne auf jeden Fall einmal auschecken. Dann das Labyrinth hier aktualisiert sich auch alle 2 Tage, würde ich euch auch auf jeden Fall immer empfehlen zu machen. Bekommt ihr auf jeden Fall sehr, sehr nice Sachen raus und dann gibt es hier auf jeden Fall auch nebenbei noch eine Quest mit dem Labyrinth. Hier zum Beispiel beendet die 3. Ebene des geheimnisvollen Labyrinth 30 Mal. Ihr seht, dann bekommt man 15.000 von den Labyrinthmünzen. Das Ganze, ja, wird halt immer weiter herausgesetzt. Ich glaube, bis zu 300 geht die Mission und dann ist das Ganze zu Ende. Arena der Helden würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, hier immer Tag auf jeden Fall 2-3 Kämpfe zu machen, um einfach ein bisschen weiter oben in der Liste zu sein und dann eure Belohnungen hier täglich abzuholen. Vor allem die wöchentlichen sind dann auf jeden Fall schmackhaft, vor allem wenn ihr ein bisschen weiter vorne seid, dann werden das Ganze auf jeden Fall noch mehr. Dann die Helden-Herausforderer-Liga ist auf jeden Fall auch wichtig. Und dann die Prämientafel. Ihr seht ja das Ganze hier bei mir. Ich kann das Ganze jetzt automatisch hinzufügen, falls ihr jetzt gerade noch am Anfang seid, wird es glaube ich wahrscheinlich immer noch so sein, dass ihr das Ganze alles von selber einfügen müsst, würde ich euch aber wirklich auf jeden Fall empfehlen, da ihr hier auf jeden Fall mega, mega nice Belohnungen bekommt. Also ich bekomme jetzt hier auf jeden Fall heute ja allein schon über 1000 Staub, ich glaube 1200, 1300 Staub, ist auf jeden Fall echt eine mega, mega nice Sache. Das war es dann jetzt hier von der Seite. Dann sind wir hier beim Feldzug. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu erklären. Hier könnt ihr halt eure Kämpfe machen. Was ich euch aber auf jeden Fall empfehlen würde, da du jetzt gerade ein Anfänger eventuell bist und noch nicht so viel Ahnung hast, achte auf jeden Fall darauf, dass du hier den Fraktionsbonus mitnimmst. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel nur den 3. Bonus aktiviert, aber wenn ich jetzt einfach zum Beispiel mal den 1 rausnehme und den Roven reinpacke, dann sehen wir hier, habe ich Attacke plus 25 und HP plus 25. Da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Und worauf ich auch noch drauf achten würde, wäre, wenn ihr hier einfach mal auf Information draufklickt, dann seht ihr hier die Fraktionsvorteile, zum Beispiel Lichtträger machen mehr Schaden gegen Reißerhelden, Reißerhelden machen mehr Schaden gegen Wildvolkhelden, Wildvolk mehr gegen Grabesprosshelden, Grabespross mehr gegen Lichtträger und so weiter. Ist auf jeden Fall eine nice Sache. Wie ich es jetzt gerade zum Beispiel hatte mit 1 drin, würde ich euch sowieso immer empfehlen, weil 1 auf jeden Fall mega, mega krasser Held ist. Ihr könnt euch hier Formationen erstellen, dann unter Beliebtheit könnt ihr euch die besten Helden angucken, dann zum Beispiel noch beliebte Charakter-Items, beliebte Möbel und so weiter. Naja, ob das Ganze jetzt so seriös ist, ich glaube, das ist von der Community gewählt, weiß ich nicht. Ich habe da auf jeden Fall auch noch ein paar Videos zugemacht mit Playlisten und so weiter. Ich werde euch das Ganze einfach mal irgendwie in der Infocard rechts verlinken oder in der Endcard oder in der Videobeschreibung werde ich dann auf jeden Fall mal gucken. Dann haben wir hier die Porträts. Hier können wir uns auf jeden Fall alle Helden anschauen, die es so in AFK Arena gibt. Jetzt gerade haben wir hier zum Beispiel den neuesten Helden Titus. Hier haben wir zum Beispiel die Arena der Prüfung. Das könnt ihr auch immer spielen. Hier gibt es auf jeden Fall Belohnungen. Das ist immer dann für den neuesten Held und es geht, ja, für einen gewissen Zeitraum das dann zu machen. Dann haben wir hier den Punkt Helden und ja, hier gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, könnte man eventuell meinen, aber wenn wir jetzt einfach mal hier drauf drücken, dann gibt es schon einige Dinge, auf die wir achten müssen und zwar haben wir hier zum Beispiel die Rüstung und wir können ja oben links bei den Rüstungen erkennen, dass die ganzen Rüstungen auch Fraktionen haben und wenn wir einfach mal drauf drücken, dann könnt ihr euch das Ganze hier durchlesen. Fraktionsbonus, Attribute der Ausrüstung plus 30%, wenn von einem Lichtträgerhelden getragen, also ob es jetzt Lichtträger oder Wildvolk ist es dann egal. In dem Fall ist es Lucius und bei ihm zählt auf jeden Fall das Lichtträger. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, das Ganze unter Verbessern zu drücken. Dann habt ihr eure Ausrüstung nochmal ein bisschen stärker. In dem Fall habe ich es jetzt auf 5 Sterne. Würde ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, bei Ausrüstungen zu machen, die auch wirklich nur eine Fraktion haben. Ist jetzt egal, ob das Ganze passt, weil ihr habt die Möglichkeit, das Ganze zurückzusetzen. Hier mit diesen Schriftrollen, da bekommt ihr auf jeden Fall wöchentlich 1-2 Stück oder so. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel auch noch auf Verstärken drücken mit T1 und T2. Ist auf jeden Fall auch eine wichtige Sache. Auch hier würde ich nur empfehlen, das zu machen, wenn die Fraktion auch wirklich nur auf der Rüstung drauf ist. Denn es gibt jetzt hier zum Beispiel Rüstungen, die keine Fraktion haben, wie jetzt zum Beispiel hier bei Belinda die Schuhe. Die würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, hochzuleveln. Ist auf jeden Fall an sich besser als eine legendäre Rüstung, aber würde ich nicht mit T1, nicht mit T2 und auch nicht auf 5 Sterne machen, weil das ist nur Verschwendung, weil im Endeffekt im Late Game später braucht ihr die Rüstung nicht mehr. Und dann haben wir hier unten rechts noch die Artefakte. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Also würde ich euch auch empfehlen, immer darauf zu achten. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, welchem Helden man welches Artefakt gibt, kann ich euch auch nochmal in der Endcard oder in der Infocard einmal verlinken, damit ihr euch das Ganze
anschauen könnt. Und dann haben wir hier das Charakter-Item, was auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Bei den manchen Helden lohnt es sich plus 30, bei den manchen nur plus 20, bei manchen nur plus 10, bei manchen lohnt sich gar kein Charakter-Item, weil es sich nicht so krass auswirkt. Auch dazu habe ich schon mal ein extra Video zugemacht oder generell eine ganze Playlist. Und dann haben wir natürlich auch noch die roten Möbeln. Bei Lucius, ihr erkennt das hier oben an den roten Vierecken oder beziehungsweise an den goldenen, da haben wir insgesamt 9 Stück von. Bei 3 von 9 und bei 9 von 9 roten Möbeln gibt es dann nochmal einen Bonus, der euren Helden verbessert. Dort könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr einfach mal auf Porträts klicken, können wir da zum Beispiel hier dann anschauen unter exklusive Möbel, was das Ganze mit 3 von 3 und mit 9 von 9 bringt. So Leute, das soll es dann auf jeden Fall gewesen sein von dem Anfängerguide. Ich hoffe, ich habe alles bestens erklärt. Falls du noch irgendwelche Fragen haben solltest, dann schreibt mir das Ganze auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt auch übrigens einen neuen Discord-Server. Ich werde euch den Link davon auch nochmal gerne in die Videobeschreibung oder sowas reinposten. Dann könnt ihr da gerne reinjoinen und lasst auf jeden Fall gerne noch ein kostenloses Abo. Da würde mich auf jeden Fall mega supporten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.